Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Karin Vornberger, die Vizepräsidentin der Österreichischen Rheumaliga und Leiterin der Selbsthilfe Lupus Austria. Frau Vornberger, wie wichtig ist Ihnen die Aufklärung in der Öffentlichkeit über über rheumatische Erkrankungen? Die Aufklärung und die Awareness ist mir sehr wichtig, gerade jetzt zum 12. Oktober, zum Welträumertag, wo wir eine große Kampagne starten heute auf der Freiung, ist es mir sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass Rheuma nicht nur eine Erkrankung von älteren Personen ist, wie es noch immer geglaubt wird, mit deformierten Händen und Gelenken. Rheuma ist ungefähr 400 verschiedene Rheumaarten, davon ganz viele seltene Erkrankungen, die ganz viele junge Menschen betreffen. Die wenigsten Menschen wissen das, wenn sie heute jemanden fragen, was ist Rheuma, das kriegt man erst im Alter. Das ist leider nicht so und darum ist mir die Aufklärung wahnsinnig wichtig, dass es ganz viele seltene Autoimmunerkrankungen gibt, die zum rheumatischen Kreis gehören, wo auch die Lebensplanung natürlich beeinträchtigt ist, wenn man in jungen Jahren erfährt, dass man Rheuma hat oder eine seltene rheumatische Erkrankung, wie in meinem Fall Lupus. Ich sehe es, in den letzten 3-4 Jahren haben wir sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht. Lupus kennt fast mittlerweile gut vertreten auf österreichische Krankenkasse, BVA oder sonstiges. Und da müssen wir einfach alle gemeinsam dranbleiben, um aufzuklären und zu sagen, wie wichtig es ist, die Behörden darauf aufmerksam zu machen, dass wir keine Menschen sind, auch wenn wir gut ausschauen und es nicht sichtbar ist, die eine Krankheit vortäuschen. Was ich noch dazu sagen möchte ist, wenn man uns sieht, heute spazieren gehen, wandern oder sonstiges, dann haben wir einen guten Tag und dann nutzen wir das aus und genieren uns nicht dafür, weil es gibt viele schlechte Tage, wo wir das nicht können und da fragt auch keiner, das kannst du halt auch nicht. Eine andere Frage, befürworten Sie die Reha bzw. Kur für Rheumapatienten? Unbedingt. Leider ist es nach wie vor so, dass entweder junge Personen die Reha nicht bewilligt bekommen, weil sie ja zu jung sind und das doch alles noch gar nicht haben können. Und die älteren Personen, die aus dem Arbeitsleben draußen sind, bekommen es auch nicht mehr bewilligt, weil sie ja keinen Stellenwert in der Arbeitswelt haben. Die Schmerzen bleiben aber. Die habe ich als Junge und die habe ich als Alter. Und mir ist die Reha und die Kur deswegen so wichtig, weil es Präventionsarbeit ist und weil man sich dort wirklich einmal 3 oder 4 Wochen auf den Körper konzentrieren kann. Im besten Fall Therapeuten hat, die sich mit der Erkrankung auskennen, sich mit dem Körper, mit der Krankheit auseinandersetzen, gezielte Therapien erlernen, die man auch im Alltag alleine umsetzen kann, weil nicht jeder, der noch berufstätig ist, dann auch noch in eine Therapie gehen kann, weil es eh schon schwierig genug ist, einen Arztbesuch unterzubringen im Berufsleben. Und ich es eigentlich mir wünschen würde, dass es verpflichtend wäre, fast schon, dass man gerade junge Patienten auch alle 2 Jahre zumindest auf Reha schickt. Dazu müssen wir halt die Aufklärungsarbeit beim AMS oder in der Arbeitswelt einfach verstärken und die Arbeitgeber darauf aufmerksam machen, dass es einfach wichtig ist, Präventionsarbeit zu leisten. Ja. Desto länger bleiben wir ja in der Aue halten. Dankeschön. Ich danke Ihnen.